Warst du schon mal da? Sieht dieses Gesicht etwa so aus, als hätte es die Quelle der Jugend gesehen? Kommt aufs Licht an. Nein, da muss ich dem guten Jack widersprechen. Es kommt auf die Einstellung an. Hallo und herzlich willkommen zu CineTrend TV mit den Kinoneustarts vom 12. und 19. Mai. Selbstverständlich ist die Rückkehr von Captain Jack Sparrow das Kinothema in diesen Tagen. Außerdem präsentieren wir euch noch andere Wege zu immerwährender Jugend, zum Beispiel Musik. Keith Richards als Papa Sparrow könnte ein Lied davon singen, womit wir wieder bei den Piraten der Karibik wären und euch nicht länger auf die Folter spannen wollen. In Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten trifft Piratenkapitän Jack Sparrow auf eine reizende Dame aus seiner Vergangenheit. Jack, hast du sie je mit eigenen Augen gesehen? Die Quelle der ewigen Jugend? Entschuldige, kannst du die Frage nochmal wiederholen? Die schöne Angelica will ihn dazu überreden, sich auf die Suche nach dem Quell der Jugend zu machen. Und ehe sich Jack versieht, wird er Shanghai und findet sich auf Blackbirds Schiff wieder. Die Takelage wurde lebendig. Unser Schiff hat sich gegen uns gewandt. Captain, ich möchte eine Meuterei melden. Ich kann sie einzeln oder gleich alle verpetzen. Perfekt. Doch die Piraten sind nicht die einzigen auf der Suche nach dem legendären Jungbrunnen. Es ist weniger das Ziel als vielmehr die Reise. Alle Mann an Deck! Wir fallen zurück. Holt die Meerjungfrau! Ihr bringt sie um. Ich bin ein schlechter Mensch. Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten hat alles, was der Fan von einem neuen Abenteuer des kultigen Leinwandpiraten erwartet. Meerjungfrauen, Zombies, Witz, Action und einen charmanten und kauzigen Johnny Depp. Das macht einfach Spaß. Gehört alles zum Plan, ja? Nein. Warum haben Sie denn dann die Steine geworfen? Haben Sie die einfach in die Luft geworfen? Ich habe die Steine einfach in die Luft geworfen, ja. Die Dokumentation Joschka und Herr Fischer begibt sich auch auf eine Reise, allerdings auf eine Zeitreise durch 60 Jahre Politikgeschichte. War eine kleine radikale Minderheit und die Antwort der Mehrheit war immer, entweder geh doch nach drüben. Es war die mildeste Form, ihr gehört ins Arbeitslager, war die mittlere Form und ihr gehört alle vergast, war die schärfste Form. Der Filmemacher Pepe Dankwart lässt den ehemaligen Politiker und Außenminister Joschka Fischer Stationen aus seinem Leben und seiner Karriere kommentieren. Das ist zugleich lehrreich, spannend und authentisch. Das Porträt ist eine absolute Empfehlung, nicht nur für Politikstudenten. Ich hätte lieber auch andere Schuhe angezogen, aber es musste sein. Die südafrikanische Geschichte Geliebtes Leben erzählt von der 12-jährigen Shanda, deren Familie auseinanderbricht, als ihre einjährige Schwester stirbt und ihre Mutter an einer totgeschwiegenen Krankheit zugrunde geht. Niemand redet schlecht über uns oder verbreitet Gerüchte über die Familie. Du weißt doch, was ich meine. In den Townships spricht niemand über AIDS und aus Angst vor sozialer Ächtung nimmt auch niemand Hilfe in Anspruch. Doch Shanda versucht, ihre Mutter zu retten. Komm bald wieder zurück. Deine Mutter wurde verflucht und das ist die Wahrheit. Das ist Unsinn. Wegen diesen Lügen musste unsere Mutter weg. Geliebtes Leben ist, wie auch die Romanvorlage, worüber keiner spricht, von Alan Stratton, eigentlich für ein jugendliches Publikum konzipiert. Doch das bewegende und realistische Drama ist so mitreißend und einfühlsam, dass der Film auch ein älteres Publikum anspricht. Geliebtes Leben ist ein wichtiger und eindringlicher Film. Wir bleiben gleich in Afrika. Die Musikdokumentation Benda Bilili ist ein Film mit toller Musik und viel Lebensmut. Über Jahre hinweg begleiten zwei französische Filmemacher ein außergewöhnliches Bandprojekt in Kinshasa. Die Staff Benda Bilili setzt sich aus Straßenkindern und Musikern zusammen, die an den Folgen von Kinderlähmung leiden. Auf den Straßen der Armenviertel Kinshasas geben die Musiker kleine Konzerte und träumen davon, eines Tages von ihrer Musik leben zu können. Und dann wird dieser Traum wahr und Benda Bilili nehmen trotz aller Schicksalsschläge ein Album auf und gehen in Europa auf Tournee. Thank you.
1, 2, 3, 4! Die deutsche Musikdoku Utopia Limited begleitet die junge Hamburger Band 1000 Roboter in ihren Anfangstagen. Während zwei der Musiker noch zur Schule gehen, feiert die Band erste Erfolge, bekommt einen Plattenvertrag und nimmt das Debütalbum auf. Die jungen Idealisten versuchen den Spagat zwischen Kunst und Kommerz. Wir wollen einfach sagen, hab bitte deine eigene Idee mit uns gemeinsam. Selber das, was wir sagen, ist nicht richtig. Aber es ist eine Idee. 1000 Roboter erleben den ersten Pressehype, ebenso wie den Erfolg und den Frust auf ihrer ersten großen Tour und geraten auch mit dem Label aneinander. Wir sind keine Band, die an irgendeine Zeit in Deutschland, die mal cool war, erinnern will. Spielmann, wenn du solche Diskussionen nicht aushalten kannst, dann kannst du auch nicht erwarten, dass ich mein Geld für so einen Quatsch investiere in meiner Arbeitszeit. Kein Mensch zwingt mich dazu, meine eigene Kunst zu verkaufen und zu vermarkten, so. Wenn ich das nicht will. So. Wagnisse hier einzugehen, ist praktisch Selbstmord. Und das ist so ein Scheißegal. Irgendwie. Leider Gottes. Utopia Limited ist eine sehenswerte Doku über das Musikbusiness. Mhm. Wer bekommt das Einzelzimmer? Wir bekommen die alle einfach. Unverschämtheit, oder? Richtig. Ja. Also, wer bekommt das Einzelzimmer? Ich bekomme das Einzelzimmer. In dem Vampir-Thriller Priest haben die Menschen zwar den Sieg über die Vampire errungen, aber die Welt ist fast zerstört. Die Kirche führt ein karges, freudloses Regime. Die letzten Vampire vegetieren in Lagergefecht vor sich hin, ihre Bezwinger, die Kriegerkaste der Priester, wird nicht mehr gebraucht. Runter mit dir! Nicht schreien! Die Bürger haben vollstes Vertrauen in die Fähigkeit der Kirche, sie zu schützen. Dieses Vertrauen dürfen sie nicht erschüttern. Was nützt dieses Vertrauen, wenn es eine Lüge ist? Als es in einem Außenposten einen Vampirüberfall gibt, warnt ein Priester vor der Gefahr. Doch seine Warnung wird ignoriert. Dem Priester bleibt, um seine Nichte zu retten, nichts übrig, als sich dem Befehl der Kirche zu widersetzen und den Kampf gegen die Vampire allein aufzunehmen. Die Story in Priest ist ein bisschen dünn ausgefallen und auch die nachträgliche 3D-Bearbeitung überzeugt nicht immer. Aber für solide Action-Unterhaltung ist Priest allemal gut. Du hast keine Ahnung, was auf uns zukommen wird. Und weil mit Musik alles besser geht, haben wir als DVD-Tipps auch noch zwei herausragende Musikfilme für euch. Die Musik-Doku Kent Nagano Montreal Symphony macht Lust, auf eine musikalische Entdeckungsreise zu gehen. Zum 75. Jubiläum des Montrealer Symphonieorchesters gibt es ein außergewöhnliches Programm. Der Film begleitet das Orchester und den Star-Dirigenten, blickt den Musikern über die Schulter und zeigt, was es heißt, die Musik über die Konzertsäle hinauszutragen. Und der bescheidene Weltstar Kent Nagano gibt in unaufgeregter Weise den Blick auf das Wesentliche frei, die Musik selbst. Warum hat Gott mich nicht zu Elvis gemacht? Weil er dich aufgespart hat für John Lennon. Nowhere Boy heißt der Spielfilm über die Jugendjahre John Lennons, der bei seiner Tante aufwächst, erst spät seine Mutter kennenlernt und beschließt, Rockstar zu werden. Ich gründe eine Rock'n'Roll-Band. Ihr dürft in meiner Band spielen. Wir können doch gar nicht spielen. Ihr müsst nichts können. Wichtig ist, dass ich euch ausgesucht habe. Als er eine Skiffle-Band gründet, lernt John dann Paul McCartney kennen. Der Rest ist Musikgeschichte. Sind wir bereit loszulegen, Jungs? Wenn wir das wirklich wollen, sollten wir eigene Sachen schreiben. Ich schreibe Sachen. Keine Songs. Eher Gedichte, weißt du. Tu eine Melodie dazu und du hast einen Song. Nowhere Boy zeichnet ein stimmiges Bild vom kleinbürgerlichen Mief der 50er Jahre und Lennons rebellischem Geist und seinem Charme als jugendlicher Rock'n'Roller. So, wir haben genug Loblieder auf das Kino gesungen, beziehungsweise singen lassen. Hoffentlich war die eine oder andere Anregung für euch dabei. In der kommenden Ausgabe gibt es den Science-Fiction-Thriller Source Code und ein Wiedersehen mit den chaotischen Trauzeugen aus The Hangover. Bis dahin, macht's gut und viel Spaß im Kino.